Astronauten sind in der Erdumlaufbahn permanent starker kosmischer Strahlung ausgesetzt. Dadurch haben sie ein deutlich höheres Krebsrisiko als auf der Erde. Hier am Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt wird Weltraumforschung und Krebsforschung zusammengeführt. Marco Durante hat lange für die NASA über die Auswirkungen kosmischer Strahlung auf den Körper von Astronauten geforscht. Seine Arbeitsgruppe simuliert mit Hilfe eines Teilchenbeschleunigers die Einschläge kosmischer Strahlung auf Körperzellen. Die Forscher haben beobachtet, dass Proteine, die für die Reparatur der strahlengeschädigten DNA verantwortlich sind, zu den Schadensstellen hinwandern, sie aber häufig nicht korrekt reparieren. Das wiederum kann dann zur Entstehung bösartiger Tumore führen. Es passiert, dass die Proteine geradezu dorthin stürzen, wo die Strahlung die Schäden angerichtet hat. Ziel ist herauszufinden, unter welchen Bedingungen die zelleigenen Proteine die Strahlenschäden richtig reparieren. Wenn ich wüsste, wie der Mechanismus genau ist, wie und wann Strahlung Krebs auslöst, dann bekämen wir den Medizin-Nobelpreis sofort. Das wäre genau die Problemlösung. Klar ist, Astronauten würden mit heutiger Technik einen Flug zum Mars nur schwer krank überstehen. Ihr Erbgut würde durch die kosmische Strahlung geschädigt. Um einen mehrere Jahre dauernden Flug möglich zu machen, muss die biologische Wirkung kosmischer Teilchen auf den Körper besser verstanden werden. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Mars-Mission an Krebs zu erkranken, liegt ungefähr bei 30%. Und man weiß bislang nicht, wie man die Astronauten davor schützen kann. Das Problem ist, kosmische Strahlung ist so unterschiedlich zur Strahlung auf der Erde. Wir kennen nicht das genaue Risiko und wir können auch nicht einfach Gegenmaßnahmen ergreifen. Kosmische Strahlung ist so energiereich, so schnell, die ist nicht abzuschirmen. Das bleibt das Problem Nummer 1 einer Mission zum Mars.